Hallo und warum lachst du denn so, Tim? Was ist denn da los? Ah, wir haben Wochenabschluss. Ich freue mich gleich aufs Bett. Und ich habe dir jetzt auch noch zwei Bilder auf Dingens geschickt, auf WhatsApp. Zwei Bilder auf WhatsApp? Ja, das mache ich heute sogar noch fertig. Das kriege ich heute noch fertig. Das sieht nice aus. Ne? So, Tim, ich bin in der Höhle. Ja, ich muss den Doppelkampf noch machen und dann gehe ich auch in die Höhle. Fang schon mal an. Okay. Ach, Digga. Was ist los, Tim? Warum bist du Andrew, so fröhlich? Jetzt, ich habe gerade so dran gedacht, wir haben ja ein neues Jahr und ein neues Jahr ist immer mit Vorsätzen behaftet. Was ist denn dein Vorsatz oder deine Challenge für dieses Jahr? Eine gescheite Wohnung zu finden, ist meine Challenge für dieses Jahr. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist so die Main Quest. Wohnung finden, umziehen. Und Pokémon-Karten kaufen. Und ich höre gerade von hinten, die Regie sagt gerade Pokémon-Karten kaufen. Karpilz ist tot. Du hast es gejinxt. Was denn? Du hast es gejinxt. Karpilz ist tot. Mit was ist denn Karpilz gedingt? Ja, guck in deine Liste. Ich hasse dich, du kleiner Bastard. Mit was ist es gelingt? Mit viel Brava. Geht noch. Alter! Geht noch. Verluste. Mit was kam denn, Tim? Ja, ein X-Bad. Du warst einfach zu gehässig. Merkst du das? Nein, Dudi. Nein, war ich nicht. Ich war... Oh, Mann, ey. Ach, Tim. Ich glaube, so langsam brauchen wir doch die Sonderbonbons. Nö, ach Quatsch, warum denn? Einfach schön mit EP-Teile hochziehen und gutes. Du wirst gleich mal brainstormen, was wir noch mitnehmen. Aber erstmal mache ich jetzt den Account der Höhle. Ich suche da jetzt gerade so tief rein. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Nee, aber Digga, hast du Vorsätze für dieses Jahr? Nö, also nee, nicht direkt, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich unbedingt einhalten. Klar, ich will, aber das sage ich ja eigentlich schon seit Jahren, wobei ich da ja schon letztes Jahr angefangen habe, halt aktiver auf YouTube, weil es ne, macht mir halt ja schon Spaß, dies, das, pipapo, bla bla bla. Ne, aber jetzt direkte Ziele habe ich nicht. Ja, nein, klar, ich will auch ein bisschen was am Gewicht schrauben, das habe ich ja schon letztes Jahr angefangen, ne, wo ich dann mir immer hier Step by Step, ne. Klar, jetzt vorm Urlaub habe ich gesagt, will ich nochmal ein bisschen mehr Gas geben, ne, halt aber halt nicht im Sinne von, ich gebe Gas, ich mache meinen Körper dabei kaputt, sondern halt, gucken, was geht, halt ohne Verzicht und so, ne? Aber jetzt direkte Vorsätze, dass ich sag, jo, ich muss das und das Ziel dieses Jahr erreichen, never. Nö. Mein vierter Account wäre einfach Shaming gewesen. Ja, Vorsätze sind immer so, wenn ich was machen will, dann kann ich das auch so machen. Ansonsten, ja, wie immer, halt so ein bisschen... Ja, ne, halt Standard-Scheiße. Bisschen Sache machen, die einen Spaß machen. Sich nicht zu sehr von irgendwelchen Sachen abfacken lassen. Ja. Das klingt vernünftig. So, was war hinterher eigentlich nochmal hier in der Höhle drin? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, bei dir ist dann da Kyogre drin. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe noch keinen Encounter gefunden. Ich habe schon vier. Ja, ich brauche jetzt nicht solche Challenges so. Nee, weil ich sag, das ist halt, ich finde das immer so dämlich, Anfang des Jahres, ne? Ja, jetzt müssen wir ja Vorsätze fürs neue Jahr. Nein, warum fürs neue Jahr, wenn du, ne? Man kann es auch mittendrin machen, wenn man was erreichen will oder machen will. Das. Hey, Kaulu 6 ist wieder shamen. Ich
hatte nicht ein Encounter bis jetzt. Ich habe Drachenhaut gefunden. Ich habe Drakotafel gefunden. Ich habe den... Encounter Nummer 1. Oh, oh. Das würde dich so freuen. Du würdest jetzt sabbern ohne Ende. Was denn? Ein Knackrack. Oh ja, das ist ja Maschallah. Knackrack wäre jetzt echt Maschallah. Also gut ins Team passen und die Lücke von die Beldra füllen, die du gerade gemacht hast. Ja. Gucken wir doch mal, Encounter 7. Belzar. Hauptsache Belzar. Wie komme ich denn da hin? Nee, ich will doch nur tiefer in die Höhle. Kenn ich. Bist du da auch in dem Raum, wo die zwei Brücken sind? Ja. Da angle ich gerade. Ein Counter Nummer 8 ist wieder Welser. Ja, ich glaube, weiter kommen wir auch in der Höhle nicht, weil ich nicht bin aktuell keinen noch Weg nicht. Hoch. Ha? Ich glaube, aktuell noch nicht tatsächlich. Nee, ich glaube, hier müssen wir nicht hier auch tauchen. Sind das nicht ja, diese ja. hinterlegten Dinger? Ja. Encounter Nummer 9 ist wieder ein Shaman. Encounter Nummer 2 ist ein... Libiskus, haben wir schon. Schöner 10. Encounter, komm. Haben wir schon. Sonst kann man rausgehen. Okay, Encounter Nummer 10 ist auch ein Shaman. Okay. Ich hätte hier sonst ein Schneebedeck fangen müssen, aber... Oder habe ich nicht schon Schneebedeck? Nee, tatsächlich nicht. Ja, ich hätte ein Schneebedeck gehabt, also ein Rexblizzer. Ach, du meinst den Killer von meinem... Ja. Ne? Ja. Oh, dann würde ich mal sagen, Abmarsch nach Moosbach City. Und ins Pokémon Center. Ja. Dann kommen wir. Wenn du schon dabei bist, Timmy. Ja. Dann gehst du dann noch in die Buchhandlung. Ja. Irgendwo ist von hinten ein kässiges Lachen. Ich werde mir ein Buch kaufen, wie sterben keine Pokémon mehr in der Soul Link. Das finde ich gut. Ja. Und dann werde ich mir noch ein Buch dazu kaufen, ne? Wie gehe ich mit so emotionalen Schlägen um, dass mich das nicht so sehr runterzieht. Das finde ich gut. Wenn bei mir ein Pokémon selbst stirbt. Selbst Perfektionierung. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, ich nein, muss halt erstmal ein Buch lesen, um ein positives Mindset aufzubauen. Selbstoptimierung.
So, also, Miss Fungi kommt raus. Der, was ich schön auf Level 40 hochgejubelt habe schon. Ja, mit. Digga, nicht bloß du, ey, nicht bloß du. Ja. Warte, nehmen wir mit. So, dann sollte ich vielleicht mal die Liste aufmachen, ne? Ja. Also, bei mir, was war mit Bisaflor gelinkt? Also, ich würde eigentlich gerne. Emolga. Also, ich würde halt ungern mit Mammute. Mammute war irgendeine Scheiße, ja. Eneko. Eneko, Was war mit Jan Mega? Castadit. Scheiße. Ursaring? Ursaring? Ja. Oder muss ich das noch freilassen? Wo hast du Ursaring gefangen? Ich, warte mal, Bericht. Ich glaube in der Höhle von Team Aquas Versteck. Ah, ich glaube, das habe ich vergessen freizulassen. Ja. Ja, dann lasse ich das noch frei. So, was war mit Bisaflor? Aber Bisaflor war. Volker. Ah, ja, stimmt, ja. Willst du Victini mit reinnehmen? Dann nehme ich das Vivillon mit rein. Weil vom Typing her macht das für mich am meisten, weil ich habe jetzt 4 Wasser-Pokémon. Zwar mit Nebentypen, aber wenn ich jetzt. Also, oder Pets. Was war mit Petsnie? Was hast du jetzt im Team, Digga? Quajutsu, Lumpex, Entoron, Zoicune und Brigaron. Okay. Mit Pets, die fürs Darmeplex gelingt. Musst du halt wissen, ne? Ja, ich würde halt am liebsten wäre mir halt vom Typing her also was war mit Amaldo gelingt? Zoroark. Zoroark. Ah, ich ja, sorry, Sephiron. Ja, also mir wäre halt ein Nicht-Pflanzen-Pokémon. Ein Nicht-Wasser-Pokémon ganz. Dann lieb. Sag an. Was hast du denn im Team? Du hast, wie viele Elektro-Pokémon hast du? Ich habe Dragoran und Brutalanda drin als Drachen. Ich habe mein Flambirex drin mit Feuer. Ich habe Urdoch drin als Normal und Luxtra als Elektro-Pokémon. 2 Flug-Pokémon mit doppelter Eisschwäche. Mit 4 Eisschwäche. Ich habe 2 Pokémon mit Bodenschwäche. Also. Mir ist das relativ Wumpe, sag ich mal. Ich bin halt jetzt am Überlegen zwischen Mammute und Bisaflor. Aber mit Bisaflor holen wir dir wieder halt eine. Mit Emolga. Das ist halt auch nicht. Perfekt. Und Eneko hat ja dann. Ja, dann eigentlich. Nehmen wir Mammute. Oder. Was ist dir lieber, Eneko oder Emolga? Ich habe jetzt schon mal Moodle drin. Gott. Also hast du Eneko genommen. Hä? Mammute, ich hab Emolga drin, sorry, so rum. Achso, ja, dann muss ich Bisaflor. Gott. Dann habe ich auch wieder einen Encounterfanger, auch wenn er nur Level 13 ist. Schlafbruder, Giftbruder. Ja. Sorry for that. So, Andrew, gehen wir Richtung Arena? Lass mich mal kurz gucken, bitte, was mein Emolga lernen könnte. Surferfliegen.
Okay. Jakob machen. Emolga muss es eh hinten chillen erstmal. So, ich glaube, mein Pokelink hat sich wieder noch nicht aktualisiert. Ach, ist mir jetzt auch egal. Das wird sich schon irgendwann aktualisieren. Emolga grinst einfach unten im Pokelink. So, ich muss es einfach am Leben lassen wegen Cuteness. So. So, erster Dudi. Oh, bitte nicht so hohe Pokémon, ey. Ich muss Dragoran trainieren, danke. So, 4 Minuten noch. Also machen wir dann am Montag die Arena wahrscheinlich fertig. Ja. Fahren wir euch bloß an. Zesurio. Machen wir. Natürlich Zesurio. Elektroball. Level 42er Zesurio. Das kriegen wir aber down. Wir haben nämlich Vollaufheber. Oh ne, setzt Magnetflug ein. Nö, nee, kriegt man nicht down, Digga. Metallsound. Ah, ja, dann geht der Lehmschuss natürlich ins Leere. Ah! Dieses Elektroball geht mir jetzt schon auf die Hardcore auf die Nüsse. Das Elektroball geht dir auf deine Elektrobälle. Ja, besonders weil es hier Magnetflug eingesetzt hat, Alter. Ach nee, Digga. So, da ist schon an. Achso, ich muss das Ding anmachen, ne? Ja, jetzt ist auch noch mein Leopard paralysiert, Digga. Oh nein, der Leopard. Ha, aber die Samenbomben haben gekillt. Bitch. Wenn du einfach Angst vor Level 40er Fluffluff hast, als Drachen-Pokémon. So, ich gehe nach dem... Nach Number One gehe ich erstmal direkt heilen. Musst du eigentlich nicht, ne? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Okay. Ah, ich mach's trotzdem. Ist ja nur ein, ich will kein paralysiertes. Ich gehe jetzt wirklich auf Nummer sicher. Das McCargo. Ach doch, Mercy kann auch Surfer. Stimmt, so rum. Komm, Mercy, du schaffst das. Fein. So. Würde ich sagen, ich gehe jetzt heilen. Okay, dann gehe ich gar nicht jetzt in den, gehe ich gar nicht jetzt in den nächsten Trainerkampf rein. Nee, brauchst du nicht zu machen. Wenn ich jetzt so speichern. Dann sind wir schon am Ende für diese Woche. Nächste Woche Montag dann die 7. Arena bei Timmy. Und ja. Darf sehr gespannt sein. Ich bin auf den Doppelkampf gespannt, weil das wird jetzt ziemlich lustig. So, Spielstand speichern. Im ältesten Slot speichern. So. Ja, es wird lustig. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, was passiert. Genau. Das war's von uns für heute. Bis nächste Woche. Und ansonsten.
Bis dahin, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und haut rein. Und ciao. Ciao.